1MG Pro. Blitworks. Powered by Unity Engine. 56 years ago, Russia, the northern Ural Mountains. A group of 9 students of the Ural Polytechnic Institute embarked upon a difficult winter expedition to reach the Otorten Mountain. Their journey seemed to progress according to plan. However, on the 7th day of their trip, the weather conditions worsened. They lost their orientation and were forced to set up a camp on the slope of the mountain called Kolat Siakal. It was their last stop. 3 weeks later in Yekaterinburg, when their families received no word of their success, the first rescue expeditions were sent. On February 25th, 1959, an abandoned encampment was found. The tent was torn down and covered with snow, with all the group's belongings left inside. Further examination revealed it was cut from inside out. The surrounding footprints indicated the crew had fled the tent. They were barefooted. This suggests a frantic escape, characteristic of people scared out of their wits. 2 sets of prints led to a forested area down the slope. The rescue team found an improvised fireplace and 2 bodies. They were lying in but their underwear, with cuts and scratches to their limbs, suggesting they had tried to climb the tree in panic. What could terrify them so much? The next 3 bodies were found scattered a few hundred meters from the first discovery. One of them had suffered a fractured skull, this despite no evidence of a struggle. It took the spring thaw, 2 months later, to enable the rescue team to find the rest of the victims. The last 4 skiers were found buried in a thick layer of ice and snow. Their autopsies led to even more bizarre findings. All of the bodies had severe internal injuries caused by an undetermined force, similar to that of a serious car accident. No external damage nor bruises were visible, besides a tongue ripped from one victim's mouth and a strange orange skin color. Much speculation arose from these puzzling events. Such theories included attack from the local tribesmen, from an avalanche, or animals. Each theory, however, only served to create more questions. The truth behind this tragic course of events remains unexplained to this day. What really happened? Maybe the answer still waits to be discovered, deep under the snow. Akt 1. Und damit begrüße ich ganz herzlich zu einem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal Icehawk LTD bei Colette. Wie ihr seht, es geht darum, wir sind mitten in Russland, 1959, UdSSR sind wir sogar noch, die Sowjetunion. Es geht darum, dass Leute verschwunden sind. Tja, das hier ist kein sogenannter Walking Simulator sein, wie Go Home zum Beispiel, Gone Home. Oder wie Everybody Goes to Rapture oder wie das heißt, sondern das hier soll wirklich ein Horror-Survival sein. Im guten Stile von The Long Dark oder sowas. Ich habe keine Ahnung, wie wir das machen. Ich weiß nur, dass es auf jeden Fall ein Adventure ist, ein Horror-Adventure, Survival, irgendetwas. Und ich habe auch keine Ahnung, wo wir hier lang müssen. Ich würde mal sagen, wir gehen hier mal den Weg entlang oder da lang. Hat auf jeden Fall schon mal eine sehr atmosphärische Atmosphäre. Also, hier ist definitiv was aufgebaut. Ich mag das immer so mit den Settings, dieses alte russische, ausgestorbene Städte, Geisterstädte, so im Chernobyl-Style. Ich weiß natürlich nicht, ob das hier auch jetzt so ist, dass hier irgendwas nicht ist, aber so wie es ausschaut, können wir hier auch nichts öffnen. Tja, ich bin mal gespannt, wer wir sind. Ob wir jetzt einer von den Typen sind, die hier 1959 verschwunden sind, oder ob wir jetzt das Forscherteam sind und danach, boah, das ist ganz schön laut, die Musik auf dem Ohr.
Aber naja, ich muss es ja nachher nochmal abmixen. Für euch, dass es nicht so ganz so laut ist. Kann ich hier runter? Auf die Schienen? Alles klar. Bin mal gespannt, wie ich wieder hochkomme. Ah, ein bisschen Blenderei hier. Tja, wir gucken. Im Intro zu sehen, Theorien davon, dass Einheimische sie getötet haben, dass sogar Außerirdische sie getötet haben oder einfach nur, dass sie von Tieren gefressen wurden. Viele Theorien gab es. Ich habe keine Ahnung, worum es in diesem Spiel geht. Ich weiß nur eins, es ist Horror-Survival und deswegen interessiert es mich. Okay, L2 ist zoomen. Und ich komme nicht mehr hoch. Das ist ducken. Tja, wie kommen wir jetzt wieder hoch? Wahrscheinlich hier über den Schnee. Ich bin mal gespannt. Alles klar, so kommen wir wieder hoch. Tja, haben wir irgendwas, sowas, Karte fortsetzen? Das gesamte Spiel ist leider auf Englisch. Ich hätte es noch auf Polnisch umstellen können, nicht auf Russisch, obwohl es in Russland spielt. Wenn der UdSSR. Mit dem Touch kann ich auch nichts machen. Das ist nur Zoom, okay. Das ist natürlich schon wieder richtig geil, die Atmosphäre hier mit dem Schnee und so. Machen wir Fußabdrücke? Warte mal gucken, hier sind ja Fußabdrücke. Machen wir auch Fußabdrücke? Ah, okay, wir machen auch Fußabdrücke. Das ist nicht so tief, aber hier sind definitiv erst vor kurzem Leute lang gegangen. Es ist ja schneit, das heißt, die müssten demnächst wieder... verwehen. Ich muss mal gerade die Musik ein bisschen leiser machen. Ich kann mich ja gar nicht drauf konzentrieren, hier zu quatschen, Alter. So, mal gucken, ob es was gebracht hat. Das soll jetzt Unity Engine 4 sein. Also da habe ich aber schon mal andere Benchmarks gesehen, die sahen weitaus besser aus. Na gut, Grafik ist allein ist nichts. Hauptsache die Atmosphäre stimmt und die ist schon mal gut getroffen. Nein, hier auch wieder Schneesturm hier so ein bisschen lang fegt. Cool gemacht. So, wir kommen. Der ganze Bahnhof hier ist anscheinend erstmal... Kann ich da reingucken? Nee, spiegelt sich nur. Der ganze Bahnhof ist auf jeden Fall zu. Oder ich muss mir kurz gucken bei meiner Aufnahme. Die läuft, okay. Sehr gut, die Aufnahme läuft. Tja, wo müssen wir hin? Ich habe keine Karte, ich habe keinen Kompass. Bin mitten hier reingeworfen. Theoretisch könnten wir jetzt überall anfangen. Ich fange mal hier bei der Hütte an. Okay, will er nicht. So, was haben wir denn da? Absolutes Halteverbot. Hier ist ein Parkplatz. Tja, und so wie es ausschaut, wohnt heute auch keiner hier mehr im Dorf. Oder die halten alle Winterschlaf oder, naja, vielleicht kommt der Deutsche vorbei. Der Russe hat ja da so 1959 noch ein bisschen Berührungsängste. Ist ja gerade mal erst... Ist ja hinten los. 14 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Also hier könnten sogar vielleicht auch noch vielleicht irgendwas mit Nazis zu tun haben. Irgendwelche Referenzen zum Zweiten Weltkrieg, wer weiß. Ich tippe mal zum Meteor, der in Russland oder damals in der UdSSR niedergegangen ist. Das war das 1911 oder 1811? Ich glaube 1911 war es oder 1901 zu dem Dreh. Ich weiß nicht mehr genau das Datum. Aber das war hinten in Sibirien. Da ist ja ein Meteor eingeschlagen und er hat einen riesen Landstrich platt gemacht und ein ganzes Dorf ist verschwunden. Das ist wirklich passiert. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Das könnt ihr mal nachlesen im Internet oder wenn ihr irgendwelche Geschichtsbücher habt oder so. Ist ein krasses Thema. Bis heute weiß noch niemand, was da so passiert ist. Sie haben auf jeden Fall den Meteor gefunden. Ja, krasser Shit. Vor allen Dingen, sie haben es erst ein paar Jahre später gefunden. Das ist natürlich dann auch nochmal etwas, wo man sich so denkt, so boah, da schlägt irgendwo ein Meteor ein. Eine ganze Menschensiedlung verschwindet, eine ganze Region wird davon in Mitleidenschaft gezogen. Und erst viele Jahre später erfährt man erst, dass da überhaupt was passiert ist, weil das Dorf einfach so abgelegen lag. Und wer weiß, vielleicht ist hier genau das Gleiche. So, der Zug ist hier definitiv erstmal ziemlich weit. Ah, guck mal, da steht eine Lok. Können wir was damit machen? Okay, Psychomucke. Schon leicht angerostet, zugeschneit. Hat sich anscheinend seit ein paar Stunden nicht mehr bewegt. Hier ist ein Abstellgleis.
Kommen wir also nicht weiter. Tja, ich hoffe echt, dass es kein Walking-Simulator ist, dass man das Spiel nicht einfach nur am Durchlaufen ist und dann hat man es geschafft. Ich habe mir mal ein bisschen die Achievements angeschaut und ich weiß nicht, ob es jetzt so sinnvoll ist, aber es gibt auf jeden Fall jede Menge Sammelobjekte in dem Spiel, die wahrscheinlich hier die Geschichte erzählen werden und ich hoffe mal, dass ich alles finden werde. Das Problem ist natürlich, ich weiß jetzt natürlich nicht, ob wir schon direkt im richtigen Spiel sind oder ob wir in so einer Art Prolog-Abschnitt sind und hier schon übelst Sammelobjekte sammeln können, aber es sah jetzt nicht so aus, dass wir in der Stadt oder in diesem Minidorf da etwas einsammeln konnten. Wow, was ist denn da los? Das sieht ja krass aus da. Dann gehen wir gleich hin. Ich will mich hier erstmal umgucken. Nicht, dass wenn ich da weitergehe, dass ich dann nicht mehr zurückkomme. Aber weißt du was? Ich werde mal kurz die Steuerung schneller stellen. Helligkeit. Da. Blickrichtung ändern. Bisschen. Blickrichtung ändern. Vor allen Dingen, was heißt denn Blickrichtung ändern? Anwenden. Zurück. Ich gucke nochmal bei Audio. Gespeichert. Okay. Spiel. Sprachtext Deutsch. Sprache Englisch. Polski. Ne, Polski bringt nichts, das verstehen wir gar nicht. So verstehe ich zu... Ich kann kein Polnisch, so würde ich auf jeden Fall gerne auf Englisch haben, dann verstehe ich ein bisschen, ohne dass ich die ganze Zeit den Untertitel lesen muss. Falls ihr etwas nicht versteht, können wir ja eventuell Texte oder so vorlesen. Ich hoffe, dass sie auf Deutsch geschrieben sind. Ansonsten müsst ihr einfach mal... Ich dachte gerade, da steht wer. Müsst ihr einfach mal den Untertitel lesen. Eine Pipeline. Hm. Ob die jetzt Gas oder Öl transportiert, bin ich mal gespannt. Ich würde mal sagen, bestimmt Gas. Eine Ölpipeline für das kleine Dorf. Na gut, ist eine Zwischenstation und hier führt auf jeden Fall eine Bahn lang. Warum nicht? Aber vor allen Dingen, ich weiß gar nicht, ob ich irgendeinen Rucksack dabei habe. Ich weiß nicht, ob ich eine Karte dabei habe. Ich meine, wenn ich hier jetzt einfach nur mit Winterjacke lang gehe, Wanderstiefel und eine Hose. Einfach komisch. Vor allen Dingen wundert es mich auch, dass ich nicht sowas wie ein Inventar habe, ne? Das ist das, was mich am meisten verwundert. Ich kann mich zwar ducken und zoomen, aber mehr kann ich da jetzt auch nicht machen. Tja, dann gehen wir mal hier zu diesem extrem gruseligen aussehenden Waldabschnitt. Vor allen Dingen guck dir mal die Äste an. Die sehen doch aus wie Stacheln, ey. Okay. Are you coming to me? Haben wir das jetzt gesagt oder hat das einer zu uns gesagt? Okay, es wird spontan dunkel und wir haben einen Schneefall mit leichten Schneesturm auf einmal. Ich bin überhaupt nicht beunruhigt. Ich dachte gerade vor, da war was. Alter, hier, das sieht cool aus. Wie das Licht durchfällt durch den Wald. Das liebe ich aber auch mal, wenn ich im echt durch den Wald gehe. Das ist das Schönste, was du machen kannst. Im Winter durch den Wald gehen. Denn wenn es so leicht dunkel wird oder abends durch den Wald gehen, nur mit der Taschenlampe ist. Sau geil. Gibt immer schön Gruselfaktor. Kann ich mir empfehlen, da auch mit einer Freundin lang zu gehen. Das ist immer ein guter Flirtmagnet. Da kommst du nah, ne? Kommst du nah. Außer die Alte denkt, dass du sie abschlachten willst, dann ist es natürlich nicht so. Das solltest du dann nicht gleich beim ersten Date machen. Hier die Höhle, Alter. Boah. Okay. Ja, ich bin noch ganz positiv eingestellt. Wow. Okay. The pain ripping apart my body. I felt it tearing out of my soul. After a while, I was nobody. Nothing. The light went out and I vanished into overwhelming darkness. I welcomed the end with delight. Hm. Wir sind jetzt runtergefallen. Kann es sein, dass wir schon tot sind und jetzt hier gerade auf das Licht zulaufen? Okay, der Wind ist sehr laut aufs Ohr. Ist richtig schön, aber... Wir verfolgen unsere eigenen Spuren. Das ist okay erstmal. Mal gucken, ob wir die gleich wiederfinden.